war, sie ging mit diesem Stein direkt auf Abu Bakr zu, denn sie wollte wissen, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam war. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er saß direkt neben Abu Bakr. Nur damit du siehst, o Diener Allahs, Allah macht blind, wen er will. Allah azzawajal kann tun, was er will, subhanahu wa ta'ala. Falamma ra'aha Abu Bakr, qala ya Rasulallah, als Abu Bakr, as-Siddiq radiallahu anh, diese Frau Jamil gesehen hat, die Frau von Abu Lahab, wie sie mit diesem Stein hin und her läuft und nur ein einziges Ziel hat, den Propheten sallallahu alaihi wasallam damit zu erschlagen, sagte Abu Bakr zu ihm: Ya Rasulallah, qad aqbalat, sie ist gekommen, wa ana akhafu alayka an tarak, und ich habe Angst um dich, dass sie dich sehen wird, so sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam voller Gewissheit. Allahu Akbar. Das sind Leute, die verstanden haben, wenn Allah sie schützt, dann schützt er sie. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Innaha lan tarani, sie wird mich niemals sehen. Sie wird mich nicht sehen. Allah subhanahu wa ta'ala wird mich davor bewahren, dass sie mich sieht und mit diesem Stein bewirft. Und subhanallah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Ayat gelesen aus dem Koran und Allah hat ihn mit diesen Ayat geschützt, liebe Geschwister. Und Allah azza wa jal hat sie blind gemacht für den Moment. Sie hat dann zu Abu Bakr Siddiq gesagt, indem sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam, der neben ihm saß, aber nicht gesehen hat, sie sagte: Ich werde mich sozusagen an ihn rächen, denn er hat mich wie erniedrigt. Und dann sagte Abu Bakr Siddiq: Bei Allah, er hat das nicht gemacht. Du hast eine falsche Vorstellung. Du hast eine falsche Vorstellung, ja, Jamil. Und sie hatte so einen Hass, dass sie es geliebt hätte, zu diesem Zeitpunkt den Propheten sallallahu alaihi wasallam mit diesem Stein zu erschlagen. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn aber davor bewahrt, liebe Geschwister.